Bereit für ein Gespräch mit Radovid? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Dann komm mit. Im Namen Temeriens geh zur Audienz mit König Radovid. Und damit auch herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2. Hier in Lokmuin. Ich grüße! Halt! Wir wollen zu einem Treffen mit König Radovid. Ist das eine offizielle Audienz? Wichtige Botschaft, Mann. Nein, aber wir haben ihm eine wichtige Botschaft zu überbringen. Ich darf euch nicht vorlassen. Wir haben Informationen für Radovid, die ihm bei den Verhandlungen nützlich sein dürften. Willst du seinen Zorn riskieren? In diesem Lager wimmelt es von Soldaten. Es wäre doch Selbstmord, sich auf Radovid zu stürzen. Wenn eure Botschaft so wichtig ist, dann geht. Aber ein Wort des Königs und ihr baumelt am Galgen. Sei unbesorgt. Ach du Scheiße. Sei gegrüßt! Wie misstrauisch sind denn die Soldaten hier? Von Redanien. König Radovid wartet. Mal sehen, ob wir sein Vertrauen irgendwie gewinnen können. Da bin ich irgendwie neugierig. Herr Lager der Redania. Oh. Wenn Radovid und die Kepfener sich zusammentun, hat Temerien keine Chance. Er könnte auch ein Bündnis mit Nilfgaard eingegangen sein. Dann kann er den Norden zwischen sich und dem Kaiser aufteilen. Dagegen hätte ich nichts, solange sie mit Kedwin anfangen. Sie würden mit dem Land anfangen, in dem das größte Chaos herrscht. Besser, es kommt gar nicht so weit. Hast du mit dem König gesprochen? Dieser weiße Wolf. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Der weiße Wolf. Der weiße Wolf. Ah, die Leute kennen mich. Was ich irgendwie sehr gut finde. Habt ihr um Audienz beim König ersucht? Ja. Der König lässt bitten. Ja, dann mach mal Platz. Nichts wie los. Dort wartet der König, glaube ich. Geralt von Riva. Eure Majestät. Wie immer tauchst du da auf, wo man dich zuletzt erwartet. Noch dazu in solcher Gesellschaft, dass aus dir mal ein Soldat wird. Ja, kein Soldat? Oh Mann. Aber ich sage, so sind die Umstände. Die Wahrheit siegt. Das Monstertöten ist eine schwierige Sache, wenn man selbst gejagt wird. Wir haben uns erst vor einer Weile gesehen, aber seitdem hat sich die Welt ziemlich verändert. Temerien steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Kedwin hat das Pontartal besetzt und beim Gipfel der Nordreiche taucht eine Abordnung aus Nilfgaard auf. Foltest und Demavend sind tot. Mir ist, als hätten wir erst gestern gemeinsame Verträge unterzeichnet. Henselt wurde in Wergen gemeuchelt. Tja, das ist die Wahrheit und jetzt können wir natürlich auswählen. Und ich denke, ich werde sagen, dass wir seine Hilfe brauchen. Das ist super wichtig. Ich komme mit der Bitte um Hilfe, Majestät. Augenblick, Hexer. Wärst du nicht gewesen, hätten die Königsmörder Henselt gemeuchelt, nicht wahr? So, und jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir Venon Roche nehmen oder wir. Was hat Henselt damit zu tun? Wir können natürlich alles Mögliche wählen, aber ich werde sagen, dass ich das war. Ich muss es sagen. Der Attentäter starb von meiner Hand. Ich war zufällig vor Ort. Solche Zufälle erlebst du offenbar häufiger. Weißt du, wie er starb? Oh Mann, ja, wir müssen wieder Ja sagen. Die Wahrheit. Ja, ich war dabei. Erzähl mir davon. Jetzt sollten wir am besten auch sagen, dass wir ihn getötet haben und nicht Roche. Weil Roche sollte unversehrt sein. Er hat so viel getan. Sehr viel. Für uns und auch für die anderen, der gute Agent hier. Ich habe Henselt umgebracht. Henselt hat Roches Männer umbringen lassen und damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Nach der Schlacht suchte er in Wergen nach Saskia. Ich lockte ihn in eine Hütte und brachte ihn dort um.
Und Detmold? Er führte die Befehle aus und wird auch bekommen, was er verdient. Ich denke, wir werden uns einig. Du hast erwähnt, dass du Hilfe brauchst, Hexer. Ich höre. Okay, wir müssen Sheela schnappen, die blöde Zauberin. Unbedingt. Hinter den Morden an den Königen Temeriens, Edirns und Kedwins steckt Sheela de Tankerville. Woher weißt du das? Na, jetzt können wir natürlich sagen, dank Detmolds Magie oder von einem sterbenden Mörder. Wir haben ja diesen einen Mörder eigentlich gesehen und der war ja eigentlich authentisch, also wirklich verzweifelt, kann man schon fast sagen. Das war der Assassine. Das war er. Nach dem Anschlag auf Henselt habe ich einen von ihnen erwischt und der hat mir dann Sheelas Rolle verraten. Wieso ausgerechnet dir? Oh, Backe. Ah, da steht sogar, die Verzweiflung eines Sterbenden. Wie praktisch ist das denn? Ja, und ich denke, ich werde mich auch dafür entscheiden. Denn ein Sterbender ist meistens verzweifelt. Und ich weiß es nicht, würde ich jetzt nicht sagen, oder er kannte mich früher, wäre blöd. Ah, das ist unwahrscheinlich. Wir nehmen das in der Mitte. Das war die Verzweiflung eines Sterbenden. Wenn du es sagst. Es passt zusammen. Schillert hat mich vor einem Komplott gewarnt. Angeblich hat Triss Merigold ihm die Gründung einer Geheimloge durch die Zauberinnen gestanden. Triss arbeitet mit Schillert zusammen? Sie sitzt in Untersuchungshaft. Schillert ist überzeugt, dass die Zauberinnen Nilfgaards Teil des Komplotts sind. Ein Glück, dass das ganze Amphitheater mit einem Bann belegt ist, der Magie unterdrückt. Sonst könnte sich keiner in die Nähe all dieser Zauberer wagen. Naja, die Sitzung ruft. Wer will schon das traurige Ende Temeriens verpassen? Was meint ihr damit, Majestät? Die temerischen Adligen rebellieren. Sie sind ohne König und wollen das Reich in Provinzen aufteilen. Temerien aufteilen? Schande über diese Verräter! Nun ja, so weit muss es nicht kommen. Anaïs, die Tochter von Luisa und Foltest, ist noch am Leben. Nach der Rebellion der Baronin haben sich die Nilfgaarder die Kleine geschnappt. Offenbar feilschen sie mit den Kedwinern um sie. Man berichtet mir, dass Anaïs von Detmold festgehalten wird. Hier in Loch Moin. Ich kann die Kedwiner nicht einfach angreifen. Das gäbe Krieg. Wir sind schließlich hier, um den Frieden zu retten. Aber ein Hexer und ein früherer Soldat, das wäre was anderes. Bring mir Anaïs, Geralt. Dann gewährleiste ich die Einheit Temeriens und bestrafe diejenigen, die das Blut des temerischen Königs an den Händen haben. Ja, und was ist mit Sheela oder Detmold? Das sind alles so Fragen, die mir leider noch nicht ganz offen und kundig sind. Shit. Ach, Mann. Wozu braucht Detmold Foltests Tochter? Das Mädchen ist ihm ausgeliefert. Das stärkt seine Position in der Kammer. Wer Anaïs hat, spielt heute die Pfeife, nach der getanzt wird. Das Mädchen hat Priorität, Hexer. Ich würde sie verloben und zur Königin von Redanien und Temerien machen. Die Adligen in Vysima müssten wehmütig vor ihr knien. Der Norden wäre mit ihr mächtiger denn je. Ich muss in die Sitzung, Geralt. Die Zeit drängt. Bringt mir dieses Kind. Ihr beiden seid dafür die Richtigen. Ohne Heimat, ohne Herrn, Außenseiter, mit denen niemand rechnet. Ich gebe euch mein Wort, dass Sheela de Tankerville zur Verantwortung gezogen wird. Mit Feuer und Stahl. Ein Bündnis mit Redanien ist die einzige Chance für Temerien, unabhängig zu bleiben. Aber ein riskanter Schritt. Nur Anaïs kann Temerien retten. Bussis Tod macht mir Kopfzerbrechen. Ein Junge hätte größeres Anrecht auf den Thron. Vielleicht erfahren wir von Anaïs mehr. Es ist Zeit, unserem Freund Detmold einen Besuch abzustatten. Triss in der Gewalt der Nilfgaarder. Sie quetschen alles aus ihr raus und dann brauchen sie sie nicht mehr. Wenn ich zwischen dem Leben einer Zauberin und der Zukunft Temeriens entscheiden muss, dann bleibt mir keine Wahl. Es tut mir leid.
Aber dies ist nicht der Ort für solche Gespräche. Gehen wir vor das Tor. Ja, das würde ich auch sagen. Oh Mann. Aber da sieht man mal wieder, wozu eigentlich, wenn ein Roche in der Lage ist. Und was er wirklich von Triss hält. Denn ihm ist anscheinend Triss nicht so viel wert. Nicht so wie für uns. Wusel hier nicht rum. Triss ist ja eher für uns eine Art Geliebte, Verbündete. Der weiße Wolf. Ich komme aus dem Staunen nicht raus. Oh, warte mal. Vielleicht hat er ja Waffen oder so. Und der da? Ach. Schade. Ich dachte, ich könnte mit dem handeln, aber dem war nicht so. Ja, Triss, wisst ihr ja sicherlich, die Geliebte von Geralt. Und ich finde die politische Lage hier in dem Spiel ziemlich interessant. Genauso wie die einzelnen Charaktere. Mal sehen, wen wir dieses Mal treffen. Es gibt immer was Neues. Genau die Person, die ich suchen würde, wäre ich nicht gezwungen, Anna Isla Valette zu finden. Du hast einiges zu erklären, Brigida Papebrock. Oh nein, das hängst du mir nicht an. Ich habe dir vertraut und du hast mich in ein Vipernest geschickt. Vipern! Noch eine Wes? Das ist nicht der Moment für Artigkeiten, Geralt. Krieg dich ein, Brigida. Du solltest auf Volltests Kinder aufpassen. Daran konnte ich nichts Gefährliches entdecken. Offensichtlich habe ich mich geirrt. Aber ich brauche deine Hilfe. Anaïs wurde entführt. Bussy ist vermutlich tot. Ich muss erfahren, wie das passiert ist. Ich will die Einzelheiten wissen. Du wusstest genau, was du mir einbrockst. Du kennst den ganzen verrotteten Haufen. Den Grafen, den Baron. Nicht halb so gut wie du, meine Liebe. Wer waren diese Männer? Nicht so schnell, Roche. Ich habe mich jetzt 3 Tage lang in dieser Stadt versteckt. Wie eine Ratte bin ich herumgewuselt. Sie jagen mich. Ich werde nicht dulden, dass du mich hier lässt. Was schlägst du vor? Eskortiere mich aus der Stadt zum Fluss. Und was bringt dir das? Ich dachte mir schon, dass ich mich allein durchschlagen muss. Ich habe mir eine Reise gesichert. Bring mich hin, dann erzähle ich dir alles. Das ist ein langer Weg. Du hast einen Verräter im Lager, Roche. Vielleicht auch mehr als einen. Was mit Foltests Bankerten geschehen ist, war kein Zufall, sondern das Ergebnis eines ausgekochten Fallspiels. Verdammt nochmal! Geralt, ich muss mich um Anaïs kümmern und in Erfahrung bringen, wie wir zu ihr kommen. Aber Brigida könnte wissen, was mit Bussy geschehen ist. Bisher haben wir nichts als Gerüchte gehört. Bring sie zum Fluss. Ah, Mist, noch sowas. Aber gut, ich werde es tun. Es könnte wichtig sein, er hat ja natürlich recht mit den Gerüchten. Also gut, Roche, ich helfe dir noch dieses eine Mal. Ich suche nach einem Hintereingang ins Lager von Kedwin. Du vergisst etwas, ich bin wegen Triss hier. Was immer du später tun willst, das tu. Aber ein Verräter im temerischen Lager ist eine Gefahr für uns alle. Begleite Brigida und finde heraus, so viel du kannst. Ich würde dir danken, Roche, wenn du nicht so ein Scheißkerl wärst. Ich zähle auf dich, Geralt. Brigida muss ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Viel Glück, Roche. Dann wollen wir mal gehen. Mal sehen, was passiert. Richtung Fluss. Aber wo ist dieser Fluss? Wo gehen wir lang? Wir verlassen Lokmuin durch das Lager des Ordens. Da lässt man uns in Ruhe. Dann gehen wir den Bergpfad runter und weiter zum Fluss. Wer weiß, wen wir da finden. Erwartest du jemand? Spielt's eine Rolle, Hexer? Du hast von Vipern gesprochen. Gesegnet sei das ewige Feuer. Ein Graf und ein Baron? Maravell und Kimbolz. Mächtige Männer. Wichtig im temerischen Lager und völlig ohne Skrupel. Vernon hat sie erwähnt. Ich glaube, ich hatte ihnen die interessante Unterhaltung mit Roche neulich zu verdanken. Kennst du sie gut? Zu früh für Neugier, Hexer. Du wirst mich nicht aushorchen und dann im Stich lassen. Oh, Backe. Der Hauptweg führt nach rechts. Da werden sie vermutlich warten. Roche würde sagen, dass sie vermutlich an beiden Wegen warten. Roche. Ich bin bei dir, nicht er. Und ich entscheide. Am Flussufer wartet jemand auf mich. Wir gehen durch den Wald. Alles ruhig bisher. Dein lieber Roche hätte wohl falsch gelegen. Ihr zwei kennt euch, oder irre ich mich? Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Ich sollte bei Foltests Kindern bleiben, auf sie aufpassen und mit ihnen reisen, falls nötig. Ein Kinderspiel,
hat der Bastard gesagt. So bin ich im Konvoi gelandet, um die Kinder zum Gipfel in Loc Mouin zu bringen. Das ist wohl nicht gut gelaufen. Erzähl weit. Bald. Jetzt müssen wir erstmal durch den Wald. Dahinter ist es nicht mehr weit bis zum Fluss. Ich erwarte dort keinen Ärger. Dann los. Richtung Fluss. Ich ahne Böses. Es ist nicht mehr weit. Redlen wartet unten am Fluss. Diesen Weg hinunter. Ist Redlen ein weiterer Kontakt von Roche? Nein, ein Schmuggler. Ich hätte nach einem anderen Ausweg gesucht, wenn Redlen einer von Roche wäre. Halt dich hinter mir. Oh Mann, Kronzeugen, bring Brigida zum Treffpunkt. Oh Mann, was ist das bitte für ein geiler Ort? Das sieht wieder so wunderschön aus. Das liebe ich am Spiel, aber ich habe das Gefühl, hier könnten noch irgendwelche Feinde kommen. Erstmal Igni hier erstmal auswählen. Logisch. Oh Mann. Das ist die Schlampe von Roche! Tötet sie! Heiliger. Was? Banditen? Ach du Scheiße. Okay, jetzt wird aufgeräumt. Jetzt gib's auf die Nase. Nimm das, du dreckiger Bandit. Feuer auf dich. Shit, ich hab Regida getroffen. Aber egal. Halb so schlimm. Schnell drauf auf die Soldaten hier. Ah, das muss wehtun, ne? Feuer gegen den Rücken. Du dreckiger Bandit. Zerschlitzt und getötet. Sie hatten uns erwartet. Keine Zeit zu verlieren. Wie weit? Nicht weit. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Das ist das Kürzeste. Du hast ja wirklich üble Schwierigkeiten. Das kann man wohl sagen. Temerien ist wie ein Heuhaufen. Und was ich weiß, ist die brennende Fackel. Den Rest wirst du dir zusammenreimen. Oh Mann. So, ich glaube, wir müssen hier runter, aber erstmal natürlich die Map öffnen. Sehr schön, okay. Wir müssen hier runter, dann rechts. Ich hatte wohl recht. Ich wollte auch hier runter. Aber hier sieht man wieder so die Identität von Geralt, dass er sich immer für das Richtige, das Wahre entscheidet, was mir persönlich sehr gefällt. Und dieser Krieg zwischen diesen ganzen Menschen ist auch schon sehr umfassend. Gibt's leider nicht in so vielen Spielen, muss man einfach mal zugeben. Oh Mann, Banditen wieder. Ich mach dich fertig, mein Freund. Links, rechts haken. Du McDonalds-Kind. Stirb. Friss und verreck. Oh mein Gott. Shit, Brigida wird angegriffen. Ich muss sofort Brigida helfen. Oh Gott, da hinten. Stirb. Oh, wie viel Damage sie erleidet, das ist unglaublich. Ja, wir müssen erstmal warten. Wir warten erstmal. Regeneration für sie. Ein paar Orins, auch nicht schlecht. Und was ich nochmal sagen möchte ist, Brigida, sie wurde gerade Schlampe genannt, oder? Roche Schlampe. Ja, Frauen haben es echt schlecht hier in dem Game. Das ist so frauenfeindlich, das Game, unglaublich. Immer diese vulgären Sprüche. Kommt sie jetzt? Ja gut, sie kommt. Ja, ist jetzt nicht so schnell wie wir, aber das passt schon. Oh, dort hinten ist das Boot. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Kronzeugin. Das ist der Schmuggler, den ich erwähnte. Das war der Schmuggler, den du erwähntest. Da kommt jemand. Du segelst nicht davon, du Nutte. Bring sie um. Ach du Scheiße. Wieder so ein Spruch. Oh mein Gott. Mann, was ist denn mit dem Zauberer? Wo ist er jetzt hin? Den sollten wir am besten auch killen. Der macht, glaube ich, viel Damage. Wir haben auch schon ein bisschen Damage erlitten. Da ist der Zauberer. Shit, ich habe Brigida getroffen. Okay. Ach nein, er hat wieder diesen Schutz, diese Barriere. Ich muss mich dann erstmal um die Banditen kümmern. Fuck, wir werden von hinten angegriffen. Schnell, Feuer, Attacke. Brigida geht low, shit. Okay, jetzt auf den Zauberer, da hinten. Feuerball.
dir! Du Penner. War's das? Danke. Allein hätte ich das nicht überlebt. Sprich, Frau. Du hast mich weit von der Stadt weggeführt. Du schuldest mir eine Erklärung. Rede. Wer waren diese Männer? Vor wem hast du dich versteckt? Ich weiß es nicht. 3 Tage. Wie eine Ratte, hast du gesagt. Und du weißt es nicht? Ich wusste. Ich meine, ich hatte meinen Verdacht. Dann rede. Ach du Scheiße, ich bitte dich. Die wusste ernsthaft nicht, was los ist? Aber wir brauchen eine Information über Maravel und Kimbold. Und Kimbold kenne ich eher von... Erzähl mir von den Vipern. Sie haben diesen Sturm entfesselt. Arbeiten sie zusammen? Ich würde sagen, sie verabscheuen einander. Oder wollen, dass das jeder glaubt. Genau weiß es nur der Teufel. Was ist Maravel für einer? Du weißt, was der Graf vorhat? Nein, aber unterschiedlicher als er und Baron Kimbold kann man wohl nicht sein. Das heißt? Ich würde Maravel als Schaf bezeichnen, wenn er nicht so ein schwarzes Herz hätte. Er ist ein Narr, ein besonders widerlicher. Wobei ich nicht weiß, an wessen Hof. Vielleicht an gar keinem. Erzähl mir mehr von Kimbold. Was will Baron Kimbold? Ein starkes Temerien und einen starken Norden. Er ist besessen. Er glaubt, wir wären von Rebellen und Verrätern umzingelt. Den Lavalettes, den Maravels. Er ist wohl nicht der Einzige, der das glaubt. Aber er ist der Einzige, der meint, dass er das geeignete Gegenmittel ist. Der Baron sieht sich selbst auf dem temerischen Thron. Er behauptet, das wolle er erreichen, indem er Anais heiratet. Ist sie nicht ein bisschen jung für ihn? Er ist ein ekelhafter alter Satyr. Und er wäre ein Tyrann, sollte er die Krone erlangen. Bah, ist das eklig. Heftig, ey, diese Inzest und sowas hier. Oh mein Gott. Du hast ja einiges erfahren bei der Arbeit für Roche. Das hat sie bestimmt. Du hast den Baron und den Grafen ja recht gut kennengelernt. Und dann noch Roche. Interessantes Gesellschaftsleben, finde ich. Das Leben einer Hofdame, das ist nichts für mich. Ich fand es furchtbar langweilig und habe ein Gegenmittel gefunden. Ein bisschen Zerstreuung sollte freilich nicht gleich tödlich sein. Das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Man weiß nie. Ist Vernon der Einzige, dem du gefallen tust? Ich habe Temerien niemals verraten, wenn du das meinst. Okay. Was ist mit dem Konvoi geschehen? Was wurde aus dem Konvoi mit Anais und Bussy? Was ist mit den Kindern? Wir wurden überfallen. Der Konvoi wurde zerstört. Ich brauche es genauer. Wir sind die vereinbarte Strecke mit kleiner Eskorte gereist, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kinder waren in 2 verschiedenen Wagen. Sicherheitsmaßnahme, hieß es. In welchem Wagen warst du? Ich war bei Anais. Eines Tages tauchte ein Bote auf mit Befehlen für den Konvoiführer. Planänderungen. Wir wandten uns nach Norden, um sicherheitshalber eine längere Route zu nehmen. Kurz danach wurden wir angegriffen. Die Angreifer haben wahllos jeden niedergemacht. Einer zog mich vom Wagen, aber dann durchschlug ihm ein Bolzen den Hals. Es war das reinste Chaos. Ich rannte ins Unterholz und versteckte mich. Hast du gesehen, was mit den Kindern passiert ist? Bussys Wagenlenker wurde erschossen. Die Pferde gingen durch und rannten mit dem Wagen in den Wald. Nach dem Kampf fanden sie Anais. Sie war noch in ihrem Wagen. Ich konnte kaum hinsehen vor Angst. Aber sie schnappten sie nur und flohen. Hast du eine Ahnung, was aus den Befehlen für den Konvoiführer geworden ist? Ich habe den Brief bei mir. So wie sie Anais hatten, waren die Schweine in Eile. Sie haben noch nicht mal die Toten geflattert. Nimm ihn. Danke. Meinst du, dass du mit dem Boot zurechtkommst? Ich muss. In die Stadt kehre ich nicht zurück. Danke noch einmal, Hexer. Und bleib da dran. Du tätest uns allen einen Gefallen. Danke für den Brief. Vielen Dank. Und wir wollen natürlich nach Lokmuin, aber wie geht die Reise weiter? Was passiert mit Brigida?
Wird sie überleben? Und was ist mit Triss? Und Anaïs? Das sind all solche Fragen, die noch offen sind. Und ich bin sehr gespannt.